Oi, okay. Ist tatsächlich mal Stahlelf. Reiner Stahl oder was? Tatsächlich für Division 2 mal ein Team, was man schlagen kann. Die haben die Boni der Rank-Matches unterschätzt. Es hat so viele Coins auf dem Markt gespielt. Das stimmt, ist aber echt geil, ne? Dass du dir durch 5 Siege in den Placement-Matches halt direkt 120k erzocken konntest. Also das muss man EA lassen. Ich finde, EA hat in den letzten Jahren echt viele Wege geschaffen, wie man sich auch Coins erspielen kann. Das muss man denen echt lassen. Natürlich ist viel Pay to Win und natürlich wollen die einen auch immer dazu animieren, deren Packs zu ziehen. Aber das ist schon ganz nice. Ah, für Division 1 kriege ich ja nochmal 50k, wenn ich da reinkommen würde, ne? Die haben viel richtig gemacht dieses Jahr. Ich bin bis jetzt auch mit dem FIFA-Teil sehr zufrieden. Also ich enjoy das Gameplay auch extremst. Natürlich gibt es noch ein paar Sachen, die abfangen. Ich finde diese geblockten Schüsse, das ist halt viel zu extremst. Ich halt gefühlt jeder Schuss irgendwie geblockt. Aber alles in allem, bis jetzt enjoy ich das Gameplay viel mehr als letztes Jahr. Weil es einfach viel schneller ist. Oh, Lever in Form. Hätte einen Freistoß nehmen sollen. Ich habe noch kein Freistoßtor ge... LOL. Digga, was ist Lever für ein Killer? Was ist Lever für ein Killer, Alter? Also so kann man mal sein erstes Tor mit Robert Lewandowski machen. Ja, das stimmt, Digga. Das stimmt. Marek, ich weiß, was du meinst. Meine Chancenverwertung ist aber halt wirklich noch richtig crap. Bin richtig hyped, eine geile Icon zu ercraften. Ey, ich glaube, das könnte dieses Jahr echt geil werden. Dadurch, dass es Icon SBCs dieses Jahr gibt wieder. Und dazu auch noch die Icon Swaps. Ich glaube, dieses Jahr wirst du halt, wenn du viel zockst und viel grindest, dir echt richtig geile Teams auch ohne Geld wirklich erzocken können. Es ging ja letztes Jahr schon, aber ich glaube, dieses Jahr wird es nochmal besser. Upamecano gefällt mir bis jetzt richtig gut. Ja, let's go. Endlich mal kaltschnäuzig vorm Tor. Ne, mein Team ist Road to Glory. Mein Team ist RTG. Boah, was ein Killerpass von Petit. Hilfe. Was für ein Killerpass von Petit, Junge. Alter. Alter. Uff. Uff, er hat mich hart genommen. Aber Torwart gemoved. Ehrenneuer. Scheiße. Digga, Petit und Schweini ist halt echt eine richtig geile Doppelsechs, ne? Boah! Was eine Rakete von Schweinsteiger. Holy. Was spielen wir für eine Formation? 4-2-3-1. Ich komme gerade so easy über die Flügel durch. Ah, ist wahrscheinlich mit ZOMs, ne? Ich habe bei dem das Gefühl, der hat irgendwie nie Außenspieler am Start. Oh. Oh. Lever. Oh. 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 Ja, 4-2-2-2 bin ich bis jetzt auch. Also mit der Formation komme ich richtig gut klar. Ja, Mann. Cheaterbox. Hundertprozentig. Also ich habe bis jetzt auch das Gefühl, dass du viel mehr Wege hast, zum Erfolg zu kommen. Natürlich hast du Sachen, die stärker als andere erscheinen. Aber es ist jetzt nicht so, bis jetzt. Natürlich, man wird auch noch herausfinden, was OP ist und was Kacke ist. Aber bis jetzt hat man das Gefühl, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, um zum Erfolg zu kommen. Weißt du, was ich meine? Du kannst ruhig spielen, du kannst extremst pressen, so. Also du wirst nicht vom Spiel dazu gezwungen, irgendwas machen zu müssen, weil es das Beste ist. Weißt du? Nee, ich glaube Skills. Also Skills sind wieder besser dieses Jahr, weil sie schneller gehen, aber du musst keine Skills machen. Kannst genauso gut durch geile Passstaffetten zum Erfolg kommen. Macht Spaß zuzuschauen, oder? Ey, ich finde, also rein gameplaymäßig, so wie es sich spielt und ich glaube auch so wie es sich auf YouTube anschaut, macht das viel mehr Bock zu gucken als FIFA 20. Weil FIFA 20 ist so ein richtiger langsamer Ballbesitz-Simulator war.
wo teilweise einfach so ewig lange gar nichts passiert ist. Also FIFA 21 wirkt halt viel dynamischer. Ich finde es viel geiler zum Gucken. Spielst viel geilere Kombinationen raus und so. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es auch noch in FIFA 21 irgendwann eine Sache gibt, die extremst abfucken wird, weil sie viel zu stark ist. Aber Stand jetzt ist das Game einfach so actionreich und schnell. Finde ich halt extremst geil. Ach Digga, FIFA 20 E-Sport war komplette Grütze, Alter. Also FIFA 20 habe ich original, glaube ich, mir kein einziges E-Sport-Match über die volle Distanz angeguckt. Weil es einfach langweilige Scheiße war. Und einfach, so, keine Ahnung, es hat nicht der gewonnen, der besser kombiniert hat, sondern der gewonnen, der halt besser geschimmelt hat. So, weiß ich nicht. Natürlich war das auch Skill, weil du das beherrschen musstest, aber war halt kein Skill, der geil aussah. Weißt du, was ich meine? Naja, alle Spiele mal so 1-0 und dann hinten reinstellen. Oh, das war richtig geil gespielt, Alter. Das war geil gespielt, Mann. Es kam ein bisschen schwierig beim Zocken zu lesen. Digga, ich habe ja auf einmal eine Chancenverwertung. Was ist denn da los? Mann, Bros, ich muss ehrlich sagen, dass mir FIFA 21 mehr bockt als 20. Die Gegner sind ausgeglichener. Das sind FIFA 20. Bei mir ist es am besten, wenn ich auf Ballbesitz spiele. Schöne Grüße. Ja, Digga, ich finde es einfach, man hat einfach mehr Möglichkeiten, so. Moin Stein, ich zock 4-2-2-2. 4-2-2-2. Ja. Das ist halt ganz geil, weil dadurch hast du halt eine Doppelspitze und halt zwei Flügel, die sich aber nicht immer zwangsläufig wie Flügel verhalten, sondern auch mal in die Mitte ziehen. Und ich glaube, ich finde es extremst stark, in diesem FIFA mit einer Doppelspitze zu spielen. Ich weiß nicht, ob ein Zehner unbedingt so brauchbar ist. Ich habe es bis jetzt noch nicht so ausprobiert, aber Doppelspitze scheint schon extrem stark zu sein. Aber wenn ich Stand jetzt was sagen würde, was ich ändern würde, was ich patchen würde, aber noch nicht jetzt direkt. Ich finde die Lupfer ein Stück weit zu stark. Plus. Ja, war einer zu viel. Ich finde die Lupfer ein bisschen zu stark und diese Autoblocks von den Verteidigern. Weil die Verteidiger schmeißen sich immer mit 600 km/h in die Schüsse rein, ohne dass der Gegner da irgendwie skillmäßig was für machen muss. Die machen das halt einfach automatisch. Und dadurch werden so viele Schüsse in geilen Situationen geblockt. Und das hat einfach kein Skill, so weil der CPU das einfach komplett automatisch macht. Der Gegner spielt halt ein bisschen zu extremes Pressing, ne? Der ist dadurch halt hinten so extremst offen. Das merkst du dann halt schon. Die ganze Zeit blind pressen kannst du halt auch nicht. Na, ja, wollte kurze Ecke zu machen. Lautaro. Also der 92er Puskas übrigens auch macht richtig guten Eindruck. GG. Freue mich schon auf Pyro in der Weekend League. Ja, Mann. Verlängert sich automatisch. Bin ich jetzt Division 1? Moin, ich spiele. Ja! Let's go!